Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit der Fanny, alleine im Let's Play. So, ich habe mich jetzt hier ein bisschen ausgeruht, denn meine Energie war ein bisschen runter. Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich ja gesagt, dass ich bei dem im jetzigen Winter ja mein Boot, also mein Bootssteg, ja genau, mein Steg bauen wollte. Ich habe ein bisschen schon was vorbereitet und wir machen jetzt einfach mal weiter, weil der Winter ja nicht ewig bleiben wird. Gott sei Dank. So. Jetzt brauche ich mal meine Axt. Ne, meine Axt brauche ich. In jedem Let's Play habe ich die Axt woanders. Deswegen suche ich jetzt natürlich so einmal reinhauen hier. So. Genau. Einmal darauf. So. Und dann würde ich die gerne noch ein wenig hinten haben wollen. So. Genau. Habe ich das schräg geaxt, aber es hat funktioniert. So, jetzt brauche ich den Strich wieder. Hallo, Strich. Da. Und da. So, jetzt brauche ich noch zwei, ne? Also das heißt ein Stamm. Was bringt mir denn die Virginia? Bringt die mir was? Ja, die bringt mir was. Es ist auch schon wieder dunkel, ne? Dankeschön, Virgie. Danke dir, danke dir. So, ich hatte hier auch schon ein paar Gegner gehabt. Die habe ich aber jetzt ohne euch mal zum Jordan geschickt. So, Kelvin, der sollte eigentlich... Ich spring rüber. Der sollte eigentlich Holz fällen. Ich hoffe, er macht das auch noch. Wir gehen auch gleich schlafen, ja? Nein, 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 nein. In die Mitte, bitte. In die Mitte hauen. Ich brauche keine Viertel, ich brauche halbe. So, einmal dahin. Und einmal dahin. So, wunderbar. Okay, ich höre ihn fällen. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Ich würde ja gerne mit euch im Dunkeln bauen, aber ihr seht ja dann immer nichts. Und das ist das Problem. Ah, ich schaue schon wieder Gegner. Vielleicht kann ich jetzt auch gar nicht schlafen hier. Nein. Verdammt. Okay, oh Gott. Wartet. Oh Gott, dann muss ich mal schnell die Fackel anmachen. So, und muss jetzt mal kurz rüberrennen. Oh, das ist so stockduster. Vielleicht kann ich ja auch gar nicht hier schlafen. Mal gucken. Vielleicht ist es auch noch zu nah an den Feinden. Nee, das hat funktioniert. Wunderbar. So, dann einmal speichern. Wir sind schon bei Tag 112. Ach, jetzt habe ich Durst. Ach so, wartet. Ich habe Wasser abgekocht. Es hat funktioniert. Vielen Dank für die Kommentare. Dann trink mal das Wasser. So. Und dann trinkst du mal noch einen Schluck. Sehr gut. Wunderbar, es hat funktioniert. Okay, dann hätte ich noch einmal Trinken übrig. Bringt sie mir wieder was? Oh, nett. Oh, ein Eichhörnchen. Sie bringt mir ein Eichhörnchen. Bitte. Dankeschön, Virgie. Danke. Ja, Virgie, ich würde gerne mitkommen, aber ich habe keine Zeit. Ich habe doch gar keine Zeit. So, jetzt muss ich nochmal schnell was essen. Und hänge das mal eben auf, bevor es wieder schlecht wird. Da. Sehr gut. So, hier haben wir... Okay. Ich möchte nur Fisch erstmal essen. Da haben wir ihn. Okay, und den auch noch. So. Oh, Kelvin hat genug gesammelt. Sehr schön, sehr schön. Über Nacht war er sehr fleißig. Okay, aber ich brauche die Stämme jetzt. So, jetzt weiß ich nicht so genau, wie ich das am besten mache. Ich hätte ja schon gern irgendwie so Stufen eigentlich. Ah, wartet mal. Ja, das ist jetzt noch ein Thema.
Naja, ich baue es jetzt erstmal hin. Abbauen kann ich ja immer noch. So. Wartet mal. Das sind mir irgendwie zu viele Stufen. Ja. Kann ich das denn nicht runterbauen? Okay, pass auf, ich mache jetzt erstmal diese. Ich lasse jetzt mal mein Tor offen, weil immer dieses Auf und Zu, nur weil ich Holz hole, ist mir einfach ein bisschen zu blöd. Wow. Ach, ist egal, ich kann es auch von unten machen. Alles kein Problem. So. Dann dahin. Dahin. Es geht ja im Winter auch nur darum, die Pfosten sozusagen hinzubauen auf dem Wasser, damit ich dann einfach weiterbauen kann. Das Drumherum ist ja erstmal nicht so schlimm. Das kann man ja auch machen, wenn Sommer und Frühling ist. So, einmal dahin, einmal dahin. Kelvin, du bist fleißig. Vielen, vielen Dank. So. Jetzt muss ich mal überlegen, während ich jetzt hier so die Holzstämme hinbaue oder hin platziere, wie ich das denn am besten mache. Mit den Stufen. Nee, du kommst noch dahin. Vielleicht muss ich ja... Wartet mal, ich baue das einfach mal so hin. Abbauen kann man ja immer noch. Oh oh, das war ein zu viel. Oh, ich höre sie schon. Okay, dann mache ich mal das Tor jetzt zu. Ja, ja, da ist Dicky und so. Da ist Dicky. So, jetzt ist die Frage... Ja, ich baue die so hin. So gefällt es mir, glaube ich, ganz gut. Virgie, wo bist du? Die ist da hinten. Ah. Ja, das war ins Wasser. Komm ich... Moment. Ich hänge jetzt irgendwie... Oh, scheiße. Ich hänge... Ah, jetzt hänge ich hier fest. Wie mein Pfeil wieder. Die nehmen immer so einen krassen Anlauf. Ja. Der war auch daneben. Na komm schon. Sag mal. Wenn die sich nicht immer so bewegen würden, ne? Ja, ja, diesen Sprung meine ich. Okay, der ist tot. Einer weniger. Hab ich noch irgendwas gehört jetzt hier?
Na, da steht er immer noch. So, jetzt. Ach, das sind wieder zu viele. Gib mir meine Pfeile wieder. Oh, oh, hat auf mich zugerannt. Ich möchte gerne noch die Pfeile haben, wenn es geht. Wow. Oh, ist hier viel los. Virgie, wo bist du denn? Virgie, Virgie, Virgie. Wo ist da mein Tor? So, ganz ruhig, Fanny. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Ah, das wäre schon cool, wenn die jetzt sich hier tummeln würden. Aber nein. Das tun sie nicht. Ja, kommt mal her hier. Kommt. Hier sind ganz viele schöne Sachen. Ja, komm, komm. Hier, guck mal, hier sind ganz viele Stacheln. Die tun euch gut. Ist wie so eine Massage. Ja. So viel dazu. Na, hängst du da jetzt fest, du kleiner Schlingel? Ja, der hängt da fest. Vielleicht sollte ich mein Glück mal versuchen. Oh, wow, aber nicht so. Oh, wartet mal. Ich hab. Moment. Das. Mir wurde auch in den Kommentaren geschrieben, dass das Ding schon geladen ist. Aber irgendwie tut sich da gar nichts. Ach doch. Und mit. Mit R nachladen? Wow. Okay, jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. Ja, der war daneben, oder? Der war daneben. Ja. Bist du tot? Du bist tot. Sehr gut. Aber ich brauche meine Bolzen wieder, wenn es geht. Weil davon habe ich nicht so viele. Voll in den Po. Ey, das ist cool. Das ist cool. Wenn man weiß, wie das Ding funktioniert. Ich möchte gerne meinen Pfeil. Danke. Aber irgendwo habe ich einen Bolzen hier... in den zum Jordan geschickt, glaube ich. Du hast keinen mehr, ne? Nee. Virgie, du könntest mir mal ruhig ein bisschen helfen. Ah, da ist noch einer. Aha, jetzt rennt da weg die feige Memme. Ach, da ist er. Ach, Gott sei Dank. Ich hab ihn. Ich hab den Bolzen. So. Ja, gut. Okay, dann baue ich jetzt erstmal weiter, würde ich sagen. Was für ein Stress wieder. Ach, das ist ja doch noch ein... Nee, das ist Virgie. Nee, da ist einer. Ach, fuck. So, wartet mal. Genau. Ich mach die mal hier vorne hin. So. Wo ist er denn jetzt? Hat er wieder die Flucht ergriffen? Gut. Nicht schlimm. Kriegen wir hin. Calvin, du musst unbedingt Holz sammeln.
Einmal da. Einmal da, genau. Hab ich Hunger? Nee, hab ich gerade nicht. Durst habe ich gerade auch nicht so wirklich. Das hält sich jetzt alles noch in Grenzen. Wartet mal, ich mache das mal hier hin. Dann nehme ich einen hier weg, weil der denn dahin kommt. Und den mache ich am besten auch gleich dahin. So. Weil sonst springen sie mir wieder alle weg. So, einmal das. Also ich habe mir auch überlegt, meinen Bootsteg auch aus Holz zu machen, weil ich finde, Bootstege sollten immer aus Holz sein und nicht aus Stein. Ah, komm, ich lasse mal kurz offen. Genau, einmal so. Sehr gut. Na, ich glaube, Calvin kommt nicht hinterher. Mit dem Fällen. So, dann einmal da noch. Ja, mein Haus muss ich auch noch weiter bauen, aber das kann man jederzeit machen, ne? Das Dach muss drauf. So, wartet. Einmal. Ach so, shit. Ja gut, dann mache ich das jetzt so. Und den nehme ich dahin und der kommt dahin. So, okay, perfekt. So, dann noch eine Reihe. Eine Reihe. Oh, da kommt er. Wie gut. Calvin ist ein ganz, ganz toller. Machst du ganz toll, Calvin. Wirklich. Ich bin so stolz auf dich. Dahin. Dann brauche ich das dahin. Genau. Calvin macht Pause. Ach, das darf er aber auch. Nee, da ist nichts drin. So, ich brauche noch einen. Den werde ich aber so spalten jetzt. Schmeiß mal weg. So, einmal so, genau. Ach, Calvin, hast du mich gerade erschrocken? Ich gerade dachte ich, du wärst wieder irgendein Schnösel hier. So, jetzt ist die Frage. Wie mache ich das hier? Reicht dazu ein Viertel? Ich kann ihn nicht runtersetzen, ne? Warum geht das nicht? Warte mal. Ich werde das mal ganz kurz dahin bauen. So. Nee, das funktioniert irgendwie nicht. Okay. Kann es sein, dass ich denn tatsächlich hier jetzt so die Stufen machen muss? Ah, na, ich werde mal gucken, wie es aussieht. Aber eigentlich wollte ich das nicht so machen. Ach, das ist ein Regal. Ich habe mich gerade gewundert, was es da sein soll. So, okay, pass mal auf. Dann mach, ich versuche es. Ich. Ja, ich weiß nicht, ob mir das gefällt.
Brauche ich hier noch eine Stufe? Nee. Aber irgendwie scheint mir das... Oh, oh nein. Irgendwie schien mir das zu hoch. Hm. Aber ich glaube, das sind meine letzten Beine, die ich da habe. Gut, dann muss ich ja auch versuchen, noch ein bisschen Holz zu hacken, würde ich sagen. Da muss ich Calvin mal ein bisschen helfen. Ach Gottchen. Ach Gottchen, ist das süß. Ah, er hat nur einen Stamm in der Hand, ne? Okay, wartet mal, ich gucke mal. Virgie, bringst du mir wieder was? Ein paar Blaubeeren. Himbeeren. was auch immer. Virgie, ich sehe die leider nicht. Oh nein. Ah, danke schön, meine Gute. Trotz allem. So, dann nehme ich mal die hier. Ja, ich glaube, das ist okay so vom Aussehen. Kann ich mit leben, würde ich sagen. Ja, ich komme auch hoch, denke ich. Achso, du hast gelebt. Das habe ich jetzt so nicht gesehen. So, hier ist meine Seilrutsche dran. Oh, da liegen ja auch noch ein paar Stämme. Die hoffentlich Calvin holen wird. Achso, okay. Der ist ein bisschen verbuggt gewesen. Habt ihr gesehen? Seltsam. Alles sehr seltsam. Ist mein Tor zu? Nee, natürlich nicht. Oh, ich lese wieder eure Kommentare. Macht zu. So. Genau. Na, ein bisschen Holz habe ich jetzt hier liegen. So, das war's, ne? Das war's. Aber wenn ich jetzt... Wartet mal. Irgendwie scheint mir das zu hoch. Ich weiß auch nicht. Habe ich nicht gut abgemessen, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Sollte ich vielleicht noch eins rausgehen? Was meint ihr? Dass ich hier vielleicht noch eins mehr mache? Hm. I don't know. Wartet mal. Ich werde mal... Nee, nee, du sollst, genau, das mal so hinlegen kurz. Das ist jetzt ein Viertel, ne? Ha, wartet mal. Ich muss mal kurz ausprobieren. Schmeiß mal weg. Dann mach mal die halb. Was war das denn jetzt, Mister? Ich wollte gerade das Holz spalten. Und dann hat er mir das einfach weggeschnappt. Du kleiner Klauer. So, ich guck mal kurz. Ja? Was besser wäre. Ich glaube. Ah,
ich weiß es nicht. Wartet mal, Moment, ich mache das mal anders. Und zwar, ist das nicht so schlimm, wenn ich Verschleiß habe? Ich will nur mal gucken. Was einfach... Ah, jetzt hat er die Holzstämme genommen. Das ist wunderbar. Dann nehme ich mir noch den einen hier. Beziehungsweise... Nee, das ist ein Steiner. Okay, da liegt nichts mehr. Okay. Kevin, was machst du denn? Keulo ist da. Alles klar. So, wenn ich das jetzt hier raufbaue... Ach so, alles gut. Ich habe gerade überlegt, was ist denn das jetzt bitte? Nein, 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 nicht hin. Schmeiß es mal weg und mach mal ein Viertel. Dankeschön. So, und dann würde ich nämlich ganz gerne... Wo ist denn jetzt der Dreiviertel? Boah, ich nehme jetzt... Da. Den Dreiviertel. So, wartet mal. Ich gehe mal kurz hier rein. Apropos Dreiviertel. Und zwar, man kann doch diese Fensterlinien jetzt machen. Kannst du mal dich da... Ja. So, Viertel... Jetzt will ich mal gucken, ob ich die hinkriege. Die Fensterlehnen. Aha. Aber die sind falsch rum, würde ich jetzt mal behaupten. Moment mal. Ich glaube, die sind falsch rum. Ich glaube, so rum ist richtig. So, wartet. Das weg. Das weg. Da hinsetzen und da hinsetzen. Aha. Okay, okay. Ach, süß. Nein, das war falsch. Ich depp. Ich wollte die eigentlich aufmachen. Ach, ist das niedlich. Okay. So. Ja, so ist richtig rum auf jeden Fall. Ach. Irgendwie ist es wirklich niedlich, oder? Ja, irgendwie kommt es süß. Kleine Fensterlehnen. Da mache ich die oben auch, ne? Würde ich sagen. Cool. Und abschließen kann man die auch, ohne einen Stock verwenden zu müssen. Ach, guckt euch mal an hier, wie schief das hier ist. Guck mal. Krass. Ja, genau. Ich brauche jetzt noch einen Holzstamm. Einen Moment. Genau, deswegen bin ich eigentlich hergelaufen. Jetzt wollte ich mir mal angucken, was besser aussieht. Ach, ist das übel. Fanny, die sich wieder nicht entscheiden kann. Ja, gute Frage, ne? Welche Variante findet ihr denn besser? Also ich würde tatsächlich sagen, das große hier. Oder doch das kleine. Oh mein Gott. Ich weiß es schon wieder nicht. Ich denke, ich werde das kleine nehmen. Ich habe mich entschieden.
Nee, ich möchte das eigentlich teilen. So. Dann mache ich das nämlich hier hin. Ich weiß nicht, ob ich bis dahin gehen soll. So, dann schmeiß das mal weg. Calvin, du brauchst es nicht aufheben. So. Achso. Einmal dahin. Dann würde ich das noch dahin machen. Irgendwie so. Genau. Okay. Wieder zerhacken. Warum? Achso, ich wollte gerade sagen, warum geht das jetzt auf einmal wieder nicht? So, dann mache ich das hier hin. Genau. Und die benutze ich jetzt für die Fensterlehnen. Einen brauche ich noch da unten. Eigentlich brauche ich noch mehrere. Sehe ich gerade. So, perfekt. So. Ach so, ja, ich wollte gerade abschließen, aber es bringt ja nichts. Weil ich bin ja draußen. So, dann mache ich das hier noch hin. Und da noch hin. Also eigentlich gefällt mir das so ganz gut. Eigentlich gefällt mir das echt so ganz gut. Das Problem ist aber, wie viel Winde habe ich jetzt noch? Wie viel, wie viele Tage? Das ist immer, ich weiß nicht, sind das immer 5 Ingame-Tage oder? So. Ich muss auf jeden Fall diese hier bauen. Die Pfosten, sonst wird das nichts. Calvin, sorry. Danke. So, ich mache das mal schon mal, damit die nicht wieder weggeräumt werden. So, dann muss ich hier noch einbauen. Und da. Genau. Dahin. Und dahin. Calvin, ja, du kannst Pause machen, kein Problem. So, ich glaube. Das sieht schon mal ganz gut aus. Weiß ich allerdings nicht, wie weit ich damit gehe. Aber ich mach mal hier das Tor zu. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ja? Mache ich es gut, Virgie? Ich kann nicht, Virgie. Ich kann echt nicht.
Okay, gut. Wie dem auch sei, die Folge ist auch schon wieder vorbei, meine Lieben. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Mein Bootsteg ist soweit so gut, ne? Schon gebaut. Also was heißt Bootsteg? Wir haben ja gar keine Boote. Ja, ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Ihr wisst es einfach. So. Genau. Jetzt mache ich mal von hier noch ein Bild. So, genau, gemacht. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Ich möchte eigentlich hier, ja, vielleicht so ein bisschen Sitzmöglichkeiten machen und ein bisschen was zum Pflanzen oder so, ne? Und hier hatte ich eigentlich so gedacht, mir eine schöne Brücke zu machen, die aber nicht gleich hier beginnt, sondern ein bisschen weiter vorne, würde ich sagen. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Und von hier, also ich zeige euch das mal. Also dieser Bereich hier zum Beispiel, den würde ich ganz gerne hier mit Hängebrücke machen. Genauso auch auf der anderen Seite. Also dieser Bereich hier, ne? Dass ich das alles mit Hängebrücke mache. Und hier wollte ich eigentlich eine normale machen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oder ihr könnt mir auch noch andere Ideen schreiben. Ne? Aber meinen Steg finde ich soweit erstmal okay. Wobei dieser. Oh. Den habe ich nicht gesehen. Wobei der hier natürlich ganz schön abgeschrägt ist, ne? Aber gut, es ist halt Natur, ne? Das ist halt die Natur. Ja, gut. Okay, dann gehe ich jetzt abspeichern. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Und Kelvin, ja, da muss unbedingt noch weiter Holz hacken. Definitiv. So, jetzt mache ich hier wieder zu. Speicher ab. Und verabschiede mich von euch. Also macht es gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.